hast du es aber mal so richtig erwischt. Ein richtig schöner Regenschauer hier. Da haben wir es mal kurz eingepackt, aber Unwetterwirklichkeit gibt es gerade auch nicht. Egal, was sollen wir machen, müssen wir auch mal durch. Der kann, der kann. Vollkommene Körperbeherrschung. Hallo, liebe Wanderfreunde. Ja, heute sind wir mal in Düsseldorf. Es gibt heute eine bisschen städtischere Tour. Genau gesagt sind wir jetzt hier in Düsseldorf-Hamm. Das ist das Hafengebiet. Und von hier aus geht es durch die Altstadt schließlich bis hin zum Hauptbahnhof. Ja, das ist mal was ganz anderes. Und vielleicht macht euch das auch Spaß. Seid einfach wieder mit dabei und los geht's. Hier eine ganze Herde voller Schafe mit ihren Lämmern. Ist das schön? Ein Herde Gyros hier. Unverschämt. Jetzt wollte ich mal den stillen Moment hier ein bisschen aufnehmen und mal genießen. Guck, hinter mir ist der Rhein. So. Und wenn man ganz nach hinten schaut, kann man die Altstadt gleich erkennen mit dem Riesenrad. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt da. Ich gehe noch mal ein Stück zurück. Der Dom. So, und ganz hinter mir seht ihr auch schon den Fernsehturm hinten oder den Funkturm. Ja, da ist noch der Medienhafen, da geht es jetzt gleich als nächstes hin. Ich schwenke einfach mal noch ein bisschen weiter, dann seht ihr auch, dass auf der rechten Seite hier von mir doch noch einiges an Industrie ist. Ist auch logisch, weil es ist hier Hafengebiet. Ja. Ich wollte, wie gesagt, erstmal den Moment in der Stille mal kurz nutzen und dann geht es jetzt erstmal weiter Richtung Medienhafen und ich hoffe, dass es da auch ein bisschen ruhig ist.
Grund, dass man vielleicht mal etwas zu essen bekommt da noch. Weil wir haben heute noch gar nichts gefrühstückt. Wir haben gedacht, erstmal los, das schöne Wetter genießen. Tolle Wanderung. Jetzt hast du es aber mal so richtig erwischt. Ein richtig schöner Regenschauer hier. Da haben wir es mal kurz eingepackt, aber unten würde ich sagen, ist jetzt gerade auch nicht. Egal, was sollen wir machen, müssen wir auch mal durch. Also ihr seht, es ist nicht so schön. Wir sind richtig nass bis auf die Hose. Oder sagen wir mal, die Hose ist ganz nass und die Beine sind schon richtig feucht. Aber ich habe gesehen, wenn man jetzt nach oben guckt, schwenkt man ein bisschen, da ist schon wieder blau. Und das müssen wir gleich unbedingt ausnutzen. Ach, jetzt läuft mir das Wasser auch noch in die Augen. Wunderschön. So, tja, auch das ist Wandern, oder? Ich denke, das habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt. Man wird irgendwann mal von einem Regenschauer überrascht. Meistens an der Stelle, wo man sich nicht unterstellen kann. Ja, und wenn man sich jetzt unterstellen könnte, lohnt es eigentlich auch nicht mehr. Also heißt es weitergehen. Danke, Leute. Hey, super. Hier bin ich an dem Ort des Geschehens oder auch nicht, vielleicht war es auch in Köln, aber hier ist der WDR.
Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr mich nochmal in eurem Buch erwähnt habt und dass ich Teil davon sein darf. Vielen, vielen Dank. 111 Mal raus in den Westen mit DDR2. Und dann durften die auch an das Rednerpult. Und dann sollte jeder was sagen. Ach cool. Oh, dann sind die cool. Wie heißt das? Hofgang. Zwischen der Altstadt und... Von welches Hof? Von Willem Alexander? Ich habe keine Ahnung. Steht hier nichts. Da sind wir fast am Ziel, nur noch ein paar hundert Meter und dann sind wir am Hauptbahnhof. Ja, wie war die Tour? Ich muss sagen, für mich wieder sehr, sehr überraschend. Ich war ganz oft schon in Düsseldorf, aber von der Seite kannte ich es auch noch nicht. Also über den Medienhafen, beziehungsweise vorher Hammhafen am Rhein entlang, über den Medienhafen mit einem riesigen Regenschauer. Jetzt bin ich wieder trocken, wie ihr seht. Aber trotzdem, es war wirklich sehr, sehr schön, beeindruckend. Man sieht sehr viele Gebäude, man hat sehr viel von der Altstadt gesehen, vom Rhein. Es gibt eine riesenschöne Parkanlage hier im Hofgarten. Ich würde sagen, Daumen hoch. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann bitte, schickt mir wieder einen Daumen hoch. Unten werde ich wieder in den Shownotes verlinken, was es alles zu sehen gibt, wo ihr was zu finden habt. Ja, und wenn ihr Lust habt, werdet doch Mitglied in der Community. Schaut mal bei Facebook vorbei und ja, dann kommt in meine Community. Das war's erstmal für heute. Wir sehen uns bei der nächsten Wanderung im VRR. Tschüss, bye bye.